Ja, herzlich willkommen, meine verehrten Zuschauer, hier zu diesem weiteren Video. Ich bin ehrlich gesagt jetzt gerade ein bisschen müde, aber gearbeitet wird hier bei mir trotzdem. Und zwar, worum es jetzt heute geht: Es gab in den Propagandamedien jetzt in den letzten Tagen, vor allem gestern, gefühlt einige Dutzend Artikel, wo es darum ging, wie Russlands Außenminister Lavrov auf einer Konferenz in Indien, wie es dort heißt, angeblich ausgelacht wurde. Also, ich habe die Konferenz auch angeschaut, die ist frei verfügbar auf den verschiedenen Ressourcen des russischen Außenministeriums, also scheint also niemand irgendwie großartig Scham dort zu empfinden und sich dafür irgendwie zu schämen, was passiert ist. Also ihr könnt euch die Konferenz gerne anschauen, die werde ich hier unten verlinken in der Beschreibung, wobei man hier sagen muss, dass die Konferenz auf Englisch stattgefunden hat. Und jetzt gerade fällt mir ein, als ich die Konferenz gesehen habe, habe ich das erinnert an einen ja, Comedy-Sketch, sage ich mal, den ich vor Jahren irgendwann mal gesehen habe. Ich bin sogar der Meinung, das war ein ukrainischer Kanal, der das entsprechend produziert hat. Da ging es irgendwie darum, dass ein Russe irgendwie in London angerufen hat, irgendwie anrufen musste, irgendwas klären. Es ging da, glaube ich, irgendwie um Flugtickets, wenn ich mich richtig erinnere. Und am anderen Ende der Leitung war halt ein ganz normaler Engländer mit ihrem britischen Englisch. Und der Engländer hat eben nichts verstanden von dem, was der Russe gesagt hat mit seinem Russian Accent, ja, hat der Engländer gar nichts verstanden. Der Russe hat entsprechend auch nichts von dem verstanden, was der Engländer gesagt hat. Und dann waren irgendwie da beide auch völlig verzweifelt, wussten gar nicht, was sie machen sollen. Und da hat der Engländer ihn schlauerweise irgendwie durchgestellt an ein Callcenter in Indien, so, und wo dann halt ein Inder dran war mit seinem indischen Akzent. Und dann war es irgendwie ganz anders. Da hat der Inder sehr gut verstanden, was der Russe gesagt hat mit seinem Akzent, und der Russe hat verstanden, was der Inder gesagt hat. Und dann war sozusagen auch das Problem gelöst. Ja, das nur mal kurz am Rande sozusagen, war hier, wie ich finde, ganz passend. Damit aber jetzt wieder zurück zum Thema. Hier einmal für euch der Ausschnitt, um den es hier gegangen ist. You know, the war, which we are trying to stop and which was launched against us using Ukraine. Ukrainian people, of course, it influenced the policy of Russia, including energy policy. Also, wir sehen hier tatsächlich, ja, das Publikum hat gelacht, wobei man sagen muss, dass sich Herr Lavrov davon überhaupt nicht hat beirren lassen und ganz normal weitergemacht hat, als wäre nichts gewesen. Diese Konferenz, das muss man auch auf jeden Fall dazu sagen, war ja auch keine Versammlung von Russlandfreunden. Ich habe auch mal interessehalber geguckt, was das für ein Forum bzw. Konferenz ist. Und bei dieser Konferenz handelt es sich um die sogenannte Rysinia. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Rysinia Dialogue Conference. Das ist, wie ich im Laufe des Videos erfahren habe, die achte Konferenz, die jetzt stattfindet. Und ich bin auch mal auf die Seite dieser Konferenz gegangen, beziehungsweise die Seite, die damit sozusagen affiliiert ist. Also da ist, wenn ich es richtig verstanden habe, auf jeden Fall auch eine Beteiligung des indischen Außenministeriums vorhanden. Allerdings hat diese Konferenz laut ihrer Internetseite auch gewisse andere bekannte Organisationen als Partner, wie man hier sehen kann. Darunter unter anderem die britische Regierung, also die ehemaligen Kolonialherren, dann die Konrad-Adenauer-Stiftung, unter anderem dann, was haben wir hier noch, die Bill and Melinda Gates Foundation, die australische Regierung, Coca-Cola, Meta in Russland laut Gesetz eine extremistische Organisation. Dann Shell, der amerikanische Rüstungskonzern Lockheed Martin, PricewaterhouseCoopers, Unternehmensberatung. Also alles garantiert keine Freunde von Russland. Somit war auch die Konferenz auf jeden Fall keine Veranstaltung, wie gesagt, von Russland-Freunden. Entsprechend heiß wurde auch auf dieser Konferenz diskutiert. Also der Moderator, der diese Veranstaltung geleitet hat, hat Russlands Außenminister Lavrov ausschließlich kritische Fragen gestellt, wo auch entsprechend heiß, wie gesagt, diskutiert worden ist. Guys, you are doing something which is going to be very bad. But I think the And question not, has been one asked. second, one second, not across the ocean. Wobei das alles, wie man auch sagen muss, in einem sehr lobenswert und vorbildlich zivilisierten Rahmen stattgefunden hat, aus meiner Sicht. Und wenn wir schon über diese Konferenz sprechen, möchte ich der Vollständigkeit halber auch mal ein paar andere kurze Ausschnitte aus dieser Konferenz zeigen. Denn es gab auch nicht nur einmal im Gelächter im Publikum, sondern mehrmals, also nicht nur jetzt die bei der Szene, die ich zu Beginn gezeigt habe.
sondern wie gesagt auch mehrmals im Laufe der Konferenz, als nämlich Lavrov verschiedene kleine Scherze und Witze machte. But nobody lifted a finger, not the small one, not the middle one. When the Russian language was totally cancelled in Ukraine. You being the head of such distinguished audience, I fail to understand why you don't understand. If it is not a double standard, then I am not a minister, you know. Also trotz der ganzen Diskussionen eine durchaus gute und auch relativ ausgelassene Stimmung, die dort auf der Konferenz geherrscht hat. Ich möchte jetzt auch noch mal eine weitere kurze Stelle zeigen, als Lavrov nämlich hingewiesen hat bzw. die Frage gestellt hat, warum sich denn die Organisatoren dieser Konferenz nicht für die verschiedenen Kriege der USA und der NATO interessiert haben und eben nicht den Vertretern der NATO und der USA entsprechend diese kritische Fragen gestellt haben. Yeah, tell me, when this conference started? What year? This is the eighth rational dialogue we are having. Eighth, so yeah. You started in 2014 or something? Have you been interested during these years what is going on in Iraq, what is going on in Afghanistan? Have you been asking the United States and NATO whether they are certain of what they are doing? Also ich fand das auf jeden Fall durchaus angebracht, auch diese Abschnitte, die ich eben gezeigt habe, auch zu zeigen. Nicht nur den einen Ausschnitt, auf den sich dann auch alle gestürzt haben, also alle Propagandamedien. Hätte man das jetzt bei Frau Baerbock so gemacht, einfach nur diesen einen Ausschnitt gezeigt, dann würden ja die ganzen seriösen Medien sofort eine groß angelegte Kreml-Verschwörung wittern und überall sagen, man dürfe das ja nicht aus dem Kontext reißen, die Aussage von Baerbock. Also viele von euch erinnern sich ja, wie Baerbock auf einer Konferenz sagte, von wegen, ja, das, was die deutschen Wähler denken, ist mir ja egal. Wir werden die Ukraine auch weiter unterstützen, unabhängig davon, was meine deutschen Wähler, wie gesagt, denken. Wo wir auch schon übrigens beim Thema sind, denn im Gegensatz zu Lavrov, der ja durchaus sich kritischen Fragen stellen kann, das auch immer wieder tut, durchaus auch vor einem kritisch eingestellten oder vielleicht kritisch eingestellten Publikum sprechen kann. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass dies bei Baerbock der Fall war, dass die jetzt vor einem Publikum sprechen würde, ja, wo jetzt die Mehrheit davon möglicherweise kritisch gegenüber der Politik von Baerbock eingestellt wäre. Wobei ich mich auch erinnern kann, dass Frau Baerbock irgendwie mal mit Eiern beworfen wurde, irgendwann im Sommer des letzten Jahres, wenn ich mich jetzt richtig erinnere natürlich. Und ob jetzt bei der Aussage von Lavrov das Publikum gelacht hat oder ihn sogar ausgelacht hat, da stelle ich mir die Frage, was spielt das dann überhaupt für eine Rolle? Also was hat das überhaupt für eine Bedeutung? Ja, weil Russland hat ja weiterhin gute Beziehungen zu Indien. Das Handelsvolumen Russlands mit Indien steigt immer weiter. Indien macht bei den ganzen Sanktionen gegen Russland nicht mit und da ändert auch der Besuch von Scholz jetzt vor kurzem überhaupt nichts dran. Und das ist auch das, was wirklich zählt und was irgendeine Privatperson auf irgendeiner Konferenz irgendwo denkt. Ja, ist ja völlig irrelevant. Außerdem ist daran ja auch nichts ungewöhnlich, dass jetzt in Indien mit einer Bevölkerung von 1,3 oder so Milliarden Menschen, dass es da auch ein paar Leute gibt, die Russlands Position irgendwie kritisch sehen. Ja, davon gibt es ja auch in Russland bekanntermaßen genug. Und ich wüsste jetzt, wie gesagt, auch nicht, was jetzt daran an dieser ganzen Situation irgendwie außergewöhnlich ist, was daran jetzt eine Sensationsmeldung irgendwie wert ist, dass da jetzt Dutzende Artikel in den hochqualitativen Medien publiziert werden. Also diese Situation sagt eigentlich rein gar nichts aus. Ganz anders sieht es, wie gesagt, aus bei Lavrovs deutscher Kollegin. Denn die hat sich inzwischen definitiv zum Gespött der ganzen Welt gemacht. Mit ihren hunderttausenden Kilometern, mit ihrer 360-Grad-Drehung unter anderem, um jetzt nur einige ihrer Fauxpas mal zu nennen, ja, die ja in einer unheimlichen Regelmäßigkeit passieren. Betrifft übrigens auch nicht nur Baerbock, sondern auch Scholz und auch den ganzen Rest der Bundesregierung. Und leider lacht die ganze Welt über sie.
Also ich bin ja jetzt kein großer Fan jetzt von Angela Merkel und viele von euch sicherlich auch nicht. Aber die hat man wenigstens in der Welt ernst genommen und respektiert. Beispielsweise kriege ich das auch mit, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie mit Leuten aus Weißrussland spreche oder aus Russland oder dort bin beispielsweise. Ja? Wenn man jetzt irgendwie von Merkel spricht, dann gut, sagen die Leute, klar, Merkel ist unser Gegner, das ist den Leuten dort auch bewusst, aber das ist trotzdem jemand, den man irgendwie ernst nimmt und respektiert, wie gesagt. Und wenn man irgendwie über Scholz spricht, also die, wenn die dann anfangen, über Scholz zu sprechen, dann kommt da bei den Leuten gleich irgendwie ein Grinsen hoch, wenn nicht sogar noch ein Gelächter hoch. Ja? Das einfach nur, um ein Beispiel zu nennen, was das Ganze nochmal illustriert. Und das wird sicherlich in anderen Teilen der Welt nicht viel anders sein. Also ganz im Gegensatz zu Lavrov und sogar auch zu Merkel sind ja Baerbock, Scholz und der ganze Rest der Bundesregierung wirklich die letzten Flachpfeifen, um es mal milde auszudrücken. Leider, wie ich finde, denn ich bin ja auch in irgendeiner Form dem deutschen Staat zugehörig, sogar offiziell dem deutschen Land zugehörig, dem deutschen Volk, würde ich sogar sagen, auch zugehörig. Und mit solchen Flachpfeifen, wie gesagt, in der Bundesregierung sollten aus meiner Sicht zumindest die deutschen oder deutschsprachigen Medien, wie auch immer, wenn sie über Lavrov sprechen, aus meiner Sicht lieber mal ganz kleine Brötchen backen. Was meint ihr denn dazu? Was ist eure Meinung? Schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.